Das Attentat in Nizza, dort besteht auch ziemlich groß die Wahrscheinlichkeit, dass es eine False-Flag-Operation war. Denn ein LKW, der fährt und kein Blut von den Menschen am LKW zu sehen ist, das ist eine große Frage, ob es wirklich dann die Menschen vom LKW erwischt worden sind oder nicht. Und ja, zuerst hieß es, dass der Attentäter nur schnell gehandelt hatte. Jetzt hat die Polizei sich korrigiert, dass der das Ganze schon lange geplant hat. Doch bei all den Attentaten muss man immer sehen, die Symbolik. Und wie komisch es für dich klingen mag, das Attentat in Nizza hat was mit Brexit zu tun. Ja, und zwar kann mir jemand sagen, jetzt schaue ich auch auf den Chat, kann mir bitte jemand sagen, auf welcher Straße wurde das Attentat verübt in Nizza? Wie heißt denn die Straße, dieses Avenue, wo das Attentat verübt wurde? Leider nein. Um das konkret zu sagen, das ja. Standpromenade, Promenade des Anglais, genau. Die Promenade des Anglais. Und zwar, wenn man übersetzt, kann man das deuten, Spaziergang der Engländer, der Anglosachsen, genau. Des Angles, ja. Und zwar die Promenade der Anglosachsen. Und was ist dort zu sehen? Symbolik, eine sehr große Symbolik steht dahinter. Ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was im Attentat in Nizza für eine große Symbolik ist. Ich möchte nur auf eine Sache verweisen. Und zwar die Promenade des Anglais, und zwar also, wie gesagt, Spaziergang der Engländer. Warum wurde das Ganze dort gemacht? Um zu zeigen der ganzen Menschheit, dass was für ein Blutbad die Anglosachsen in der Welt alles angerichtet haben. Wie gesagt, auch nach europäischen Verhältnissen war das ein sehr, also wenn wir von der offiziellen Aussage ausgehen, war das ein sehr großer Attentat mit über 80 Menschen, die dort auch dann starben. Und von der Symbolik her, warum das Ganze ausgewählt wurde, um allen zu zeigen, was die Anglosachsen alles für Leid in der Welt verursacht haben, mit wie viel Blutbad, mit Schmerzen und so weiter. Du weißt ja, dass die Anglosachsen fast ganze Völker ausgerottet haben, rein physisch. Das ist unter anderem die Symbolik, die dahinter auch dann zu sehen ist. Und gleichzeitig, warum der Attentäter auch dort gefahren ist, um erstens das Ganze mit dem Tod zu zeigen und auf der anderen Seite auch dann zu zeigen, dass die Zeit der Anglosachsen zu Ende geht. In der letzten Konferenz über Brexit, falls du mit dabei warst, kannst du dich vielleicht erinnern, wo ich gesagt hatte, dass die globale Elite weg von Großbritannien hin nach Asien seinen Schwerpunkt verlagert. Und mit der Symbolik hin wurde es in Nizza nochmal allen bekräftigt, dass den Anglosachsen sozusagen ein Stopp gemacht wurde, ein Ende gesetzt wurde. In Nizza soll angeblich also zwei russische Staatsbürger gestorben sein und eine hieß Viktoria Savchenka. Und vielleicht der Name Savchenka ist noch ein Begriff. Und zwar die Savchenka, das war die Ultra, also bis zu der letzten Gehirnzelle faschistisch orientierte Frau in der Ukraine.
die dann kurz in der russischen Knast saß, weil die für den Mord an ein paar russischen Journalisten verantwortlich war. Und die Savchenko war aber eine Figur, um auch Russland zu schwächen und auch dann die Ukraine zu schwächen, auch von höheren Mächten sozusagen angesetzt. Und aber das waren die Pläne, wie gesagt, auch die Ukraine mit Hilfe der Savchenko nach Europa zu bringen. Doch, also mehr von Russland wegzureisen, weil die Savchenko war wirklich voll gegen Russland, gegen Putin, alles Russische, gegen Donbass und so weiter, voll. Wer weiß, was mit ihr in Russland gemacht wurde, die Nadezhda Savchenko, und Nadezhda heißt Hoffnung auf Russisch, die Nadezhda Savchenko hat jetzt einen Kurswechsel gemacht, 180 Grad. Erst vor kurzem hat die Nadezhda Savchenko in dem ukrainischen Fernsehen gesagt, wir müssen um Verzeihung bitten bei den Menschen in Donbass. Bei den ganzen Müttern, die ihre Kinder verloren haben, sonst wird es keinen Frieden geben. Sofort wurde die Nadezhda Savchenko von den ukrainischen Politikern und von den ehemaligen Kameraden und so weiter als Verräterin und das trojanische Pferd Putins bezeichnet. Doch die Savchenko schlägt jetzt versöhnende Töne, mehr um Frieden mit Donbass und mit Russland zu machen. Obwohl die Nadezhda Savchenko ja Hoffnung der Ukraine und der europäischen Eliten waren, mehr die Ukraine von Russland wegzureißen. Jetzt aber auf der Matrix-Ebene passiert Folgendes. In Nizza starb Viktoria Savchenko und Victory heißt hier Sieg sozusagen. Das heißt, auf der Matrix-Ebene hat die europäische Elite, mit ihr die globale Elite, die Ukraine schon verloren sozusagen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ukraine vollständig ins russische unter russische Kontrolle gebracht wird. Das heißt aber nicht, dass man nichts machen soll jetzt, also die Russen werden natürlich weitermachen, doch auf der metaphysischen Ebene ist der Plan mit Savchenko schon gescheitert. So viel zur Symbolik in Nizza, was Savchenko angeht. Wir waren denn zwei andere verhaftet am LKW? Die Polizei hat nur zwei Männer zusammengeschlagen und weggebracht. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Nur das, was ich aber noch sehen konnte an Bildern, Lancelot, das kann ich nur sagen. Die Polizei hat angeblich den LKW aufgehalten durch Schüsse. Doch Bilder zeigen ganz anders. Der LKW kam stehen und geschossen wurde von Seiten, aber nicht auf den Fahrersitz. Und zusätzlich wurden angeblich bei ihm dort Waffen gefunden, 10 Kalaschnikows und so weiter. Doch ein Mann, der beim Fahren auf andere Passanten geschossen hat, für wie blöd verkaufen die uns.